Und wir kommen zu meinem Mittwochsvideo. Da wir ab jetzt die Videos immer hier in meinem Zimmer drehen, dachte ich, ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Lebensraum. Man könnte jetzt, entschuldigt, aber ich muss gerade an einen blöden alten Film denken. Als ich ein Kind war, habe ich immer diese Naturdokumentation geguckt. Da hieß es dann immer, im Hintergrund hört ihr gerade unser Nachbarn, der die Mülltonne raustut, aber okay. Da hieß es immer, ein wilder Löwe in seinem natürlichen Umfeld. Also werde ich euch heute zeigen, einen jungen Asperger in seinem Umfeld. Also, ich fange einfach mal damit an, dass ich euch jetzt mal die Wand zeige, die man als erstes sieht, wo man ins Zimmer kommt. Und das ist diese Wand. Hier oben habe ich meine geliebte Robbe. Die habe ich, seit ich, glaube ich, 5 Jahre alt bin, da hängen. Und hier unten ist mein Bett, auf dem ich eigentlich 90% meines Tages verbringe. Hier ist mein Laptop, an dem ich mein Zeug arbeite. Da schaue ich mir immer ganz gerne so Dokumentationen auf YouTube an oder sowas. Und hier unten ist ein Teppich in Form von einem Teddybären. Ich weiß jetzt nicht, ob man den gerade sieht oder nicht, aber naja. Und da sind dann noch so ein paar Bücher und andere und Fernbedienung-Chaos. Aber also, hier ist mein Mac, an dem arbeite ich sehr selten. Spiele dafür aber eigentlich immer nur die Sims drauf. Hier seht ihr mein Trinkchaos. Flüssigkeit muss leider sein. Und hier ist mein Sessel, auf dem ich, wenn ich am Mac arbeite, arbeite. Früher hatte ich wie jeder andere auch so einen, wie heißen die Teile? Bürostuhl. Aber der ist kaputt gegangen und danach hieß er dann nur noch die Schnapplehne, weil die Lehne immer nach vorne geschnappt ist. Und das war schrecklich. Da ist mein Drucker. Der funktioniert in ungefähr 60% der Fälle. Den Rest der Zeit, ja. Und hier seht ihr dann meine Hasen. Ich stopfe alles irgendwo hin, Ecke, wenn ich gerade mal keine Lust habe, Ordnung zu halten. Hier könnt ihr meine kleine Isa sehen. Hallo Isa, sag Hallo zu den Zuschauern. Ja, die liebt nichts mehr, als wenn man sie streichelt. Und ich versuche jetzt mal für euch etwas. Vielleicht macht sie mit, vielleicht auch nicht. Aber wenn sie es mitmacht, wäre es voll cool. Hast du gehört, Isa? Es wäre voll cool. Komm mal hier. Ja? Komm hier, hier, ja. Komm. Naja, also sie macht manchmal Männchen. Und manchmal attackiert sie mich auch. Einfach so. Okay. Dann, hier ist ein Bild, das hat meine große Schwester vor Jahren für mich gezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, aber ich fand den mal toll. Vor vielen Jahren. Langes her. Hier ist ein Schrank, den hat mein... vielleicht kann mir meine Mutter jetzt kurz helfen. Mamas Onkel Alfons für uns gebaut. Ich glaube, der hieß so. Vielleicht hieß er auch anders. Anton hieß er. Und den hat meine Mutter schon gehabt. Und den hat sie mir dann, als ich hierher gekommen bin, überlassen. Und da ist jetzt mein Kleiderchaos drin. Den mache ich jetzt nicht auf. Es tut mir leid, aber man sollte zumindest den Anschein eines ordentlichen Zimmers erwecken in so einem Moment. Hier haben wir mein Regal, wo alles drauf ist, was mir irgendwie, ja, irgendwie mit mir zu tun hat. Hier haben wir zum einen zum Beispiel meine Mangas, die sammle ich, habe ich mal eine Weile lang gesammelt. Das ist jetzt der One Piece. Nee, jetzt schmeißen wir es einfach mal aufs Bett. Hier haben wir mein Lebensmotto. Das hat mir meine große Schwester geschenkt zu Weihnachten und das fand ich so schön. Liebe, also liebe deinen Traum und dann das Lieben in Klammer, also lebe deinen Traum. Das fand ich voll passend. Dann hier haben wir meinen mit Abstand wertvollsten Besitz, egal wie man es dreht und wendet, das ist mein allerwertvollster Besitz. Es ist eine Spieluhr, die spielt Peter Tschaikowskis Blumenwalzer. Und wenn ich sie mal aufziehen würde, würde sie den auch regelmäßiger spielen.
spielen. Oh Gott. Dann habe ich hier viele Wissensbücher, alles Mögliche, was so mich interessieren könnte. Hier habe ich zum Beispiel, das ist etwas eng bemessen dort, mein Buch über Mythologien. Das finde ich total toll und voll interessant, weil ich hatte schon immer mit dem alten Rom und sowas. Und ja, zurzeit bin ich total auf der Mythologie von Thor. Man sollte sich nicht so viele Adventures reinziehen, dann würde man aber nicht so auf Thor, aber egal. Dann habe ich hier meinen uralten CD-Player, den habe ich ungefähr seit... Mann, jetzt meckert sie auch noch. Also Isa. Den habe ich seit, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Jahren. Und hier oben habe ich einen Maiskolben und meine Tic-Tac-Sammlung. Ich sammle, seitdem ich denken kann, Tic-Tac-Spezialedition. Ja, und da oben ist dann noch meine Festplatte und mein Computerzeug, alles was ich dafür so brauche und eine uralte Kamera. Und man wird es nicht glauben, aber wahr, ich habe tatsächlich eine Uhr. Aber bei mir ist sie eigentlich eher Deko, als dass ich sie benutze. Oh Gott. Ja, und dann ist hier mein Fernseher und mein DVD-Player, auf dem schaue ich mir regelmäßig Filme an. Wie zum Beispiel The Adventures, die liegt eigentlich immer im DVD-Player drin. Dann ist da meine PlayStation 4 noch. Und da dahinter ist dann noch so ein kleines Schränkchen mit meinem Elektronikverhau. Nennen wir es mal so. Hier habe ich noch meine Spiele. Und drunter sind dann Kisten mit Verhau. Da ist dann Isas Heu. Und ja, da ist mein Pokémon-Lösungsbuch noch. Aber das bringt euch ja jetzt nicht viel. Ja, das ist mein Zimmer, mein kleines Wunderland, wo ich so meinen Tag verbringe. Wo ich ehrlich gesagt mal mir staubsaugen sollte, wenn ich gerade so mich umschaue. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann euch garantieren, das passiert nicht vor übernächstes Jahr. Also, ja, das war mein Zimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!